Oder auch nicht. Vielleicht können wir die Gurken da reinstecken und den Mais irgendwie reinstecken, damit es noch lauter klirrt. Das wäre eine Idee. Nein, bei meinem Ge Mir fällt dazu nichts ein. Geht nicht. Tja. Das geht so. Wozu? Wozu? Unsinn. Das ist nichts, was... Sie steht dann genau dem... Nur die Versteiner. Das Kind habe ich damit... Die macht sich nicht mehr... Ich... Das musst du anders Finger bringen. Weg! Hey da! Aufpassen, ja? Bewegt sich nicht weg. Tja. Guten alten Knallgurken. Ja, leider nicht. Leider nicht. Ja. Das bringt nichts, wenn ich jetzt hier noch weiter. Das Kind hab, die macht sich. Hey da! Aufpassen! Ja? Wait. Ich bin doch blöd. Der muss ja vielleicht gar nicht weg. Jetzt auch nur meine kurz. Hey da! Aufpassen, ja? Ach, sehr schön. Jetzt haben wir Hammer und Meißel. Er war kurz abgelenkt. Jetzt müssen wir sie nur wieder rauslocken. Ah, oder wir machen es einfach direkt hier. Mir fehlt noch ein Hammer. Ach, kombinier halt. Hammer und Meißel. Tada. Das hört doch jetzt jeder. Ich habe sie. Jetzt bloß weg von hier. Oha. Wen haben wir denn da? Reda! Das es gibt einen neuen Tatverdächtigen. Hm? Was hast du da, Junge? Das hier? Das kann nicht sein. Magister Budiak? Was ist das? Nichts. Nimm es ihm ab und gib es mir. Das ist ganz offensichtlich ein sehr gefährliches Artefakt. Ich muss es umgehend zur Untersuchung in die Akademie bringen. Du verhörst derweil den Schweinehirten. Verstanden. Also, wer bist du? Und warum schleichst du hier herum? Ihr könnt das Artefakt nicht einfach mitnehmen. Sieh mich an, wenn ich mit dir rede. Das Kampfseminar will wissen, was hier Schreckliches geschehen ist. Ich dagegen bin überrascht, wie langweilig unsere Ermittlungen bisher verlaufen. Also mache es mir bitte nicht zu einfach. Sonst bin ich nur noch mehr enttäuscht. Erste Frage: Was war das für ein Artefakt? Ich weiß es nicht. Meinst du nicht, dass es so aussah wie eine Maske? Wo hast du sie gefunden? Sie war auf einmal in meiner Tasche. Ich weiß nicht, wie sie da hingekommen ist. Wirklich? War das alles? Kann ich jetzt gehen? Ich finde es gut, dass du lügst. Das macht dich noch verdächtiger und diesen Fall endlich ein Stück interessanter. So, und nun meine letzte Frage. Wer bist du überhaupt? Ich bin König Efferdan der Erste. Jetzt wird es albern. Passt das nicht die ganze Zeit? Gut, das war alles. Du darfst gehen. Im Ernst? Ich sehe doch aus 100 Schritt, dass du harmlos bist. Oder hast du noch eine letzte Frage, bevor du in dein ereignisloses Leben zurückkehrst? Dein Lehrmeister schien sich sehr über mein Artefakt zu freuen. So ist er nun mal. Er sammelt seltene Artefakte.
reist viel dafür herum. Angeblich einst sogar bis in den Raschthulswall nach Draconia, aber genaues weiß ich nicht. Wir müssen uns die Maske wiederholen. Bist du gut mit Rätseln? Was für Rätsel? Wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Was ist unser Rätsel, das wir bekommen haben? Das kann ich dir nicht sagen. Dann kann ich es auch nicht lösen. Was ist mit dem Thulamiten geschehen? Das wissen wir nicht. Allzu weit wird er nicht sein. All sein Hab und Gut ist noch hier. Wir vermuten, er versteckt sich im Wald. Was ist hier geschehen? Hatte ich das nicht schon erzählt? Gestern Nacht haben sich 5 Andergaster im Gasthof zum fetten Schinken zusammengefunden, um einen thulamitischen Händler aus ihrem Wald zu vertreiben. Und so fand man sie am nächsten Morgen. Du hattest nicht erzählt, dass sie sich im Gasthof trafen und dass es 5 waren. Jetzt weißt du auch das. Tja. Du bist Novizin an der Magierakademie, richtig? Richtig. Eine werdende Kampfmagierin, auf ewig dazu verdammt, dem Andergaster-Adel in seinem schwachsinnigen Geplänkel gegen Nostria zu dienen. Warum gehst du nicht fort, wenn du es nicht magst? Erst muss ich meine Ausbildung durchhalten. So, ich denke, das reicht. Mach dich vom Acker, damit ich in Ruhe weiterforschen kann. Ich denke, ich habe genug gesehen. Na, das soll ich kaputt machen. Komm, Nuri. Ich bringe dich nach Hause. So muss das. Was machen wir jetzt? Hast du gehört, was die Magierin erzählt hat? Sie sagte, dass der Mob aus 5 Leuten bestand. Auf der Lichtung waren es aber nur 4 Säulen. Was, wenn der 5. entkommen ist? Es gäbe einen Zeugen. Ach, lass mich doch ein Rabe bleiben. So schlimm ist das nicht. Nicht, solange ich noch etwas dagegen tun kann. Ich werde mich mal etwas in der Stadt umhören und versuchen herauszufinden, was mit Fahi geschehen ist. Du bleibst besser hier. Ich bin eh müde. Ich werde ein wenig schlafen. Weckst du mich, wenn es etwas Neues gibt? Mach ich. Schlaf schön. Du sitzt wieder zu Hause. Bei Geron. Mit dem Artefakt kamen wir auch nicht weiter. Ah, da sind wohl ein anderer Gast. Mir ist einer am Pranger. Jeder, der anders ist, landet früher oder später hier. Wenigstens das ist mir in meiner Jugend erspart geblieben. Ach ja, mit dem Reden können wir nicht. Ich bevorzuge den Brunnen vor den Toren. Und seit gestern weiß ich auch warum. So, hier können wir nicht mehr hinauf. Nachdem Gwynling fort war, wollte sich die Lederergilde das Haus unter den Nagel reißen. Zum Glück kannte Giacomo genug bestechliche Adelsmänner. Hallo Schweine. Ihr hässlichen Viecher, wenn ich Fahis Rätsel gelöst habe, sehe ich euch hoffentlich nie wieder. So, ja, Fahi hieß er, der Typ, der uns am Anfang das Rätsel aufgestellt hat. Hier ist genau die Grenze. Hier endet der Gestank der Gerbereien und beginnt der Schweißgeruch der Schweine. Ah, ja. Ja, dann auf zum Marktplatz. Das kennen wir schon aus Sattlungsketten. Andergast ist uns bekannt. Aber es sind neue Charaktere, die hier rumstehen. Die Krieger im Tempel mögen mich nicht. Sie halten mich für eine feige Schmeißfliege, die ihnen nur Pech im Kampf bringt. Zumindest behaupten sie das. Einen guten Morgen wünsche ich. Was macht ein Gaukler an Hildas Stand? Ich bin kein Gaukler. Ich bin Geschäftsmann. Soll ich etwa Lumpen tragen wie du? Oh, wie ich diese Hinterwäldler verabscheue. Was war das? Nichts, nichts. Kann ich euch für ein paar bunte Keramiken begeistern? Oder vielleicht ein paar feine Glaswaren? Ich bin nur auf der Durchreise. Doch, doch, doch. Es heißt also, jetzt oder nie. Ihr handelt mit Glaswaren? Es hieß, in Andergast gäbe es kein Glas. Nicht einmal Fenster habt ihr an diesem beschaulichen Ende der Welt. Ich kam her, um dies zu ändern. Woher sollte ich auch wissen, dass diese stinkenden Schweinezüchter kein Geld haben? Tja. Ist euch letzte Nacht etwas Verdächtiges aufgefallen? Ach, war der Dieb auch bei euch? Welcher Dieb? Eine meiner Glasschatullen wurde mir gestohlen. Ich konnte den Kerl nur aus der Ferne erkennen.
Er trug einen langen Stab auf seinem Rücken. Verdammtes Hirtenpack. Vielleicht war es ein Zauberstab. Bei den Göttern. Was sollte ein Magier mit meinen billigen Waren wollen? Das heißt, so viel Geschmack hätte ich diesem Gesindel gar nicht zugetraut. Tja. Was wurde gestohlen? Eine Schmuckschatulle aus falschen Edelsteinen. War ohnehin nichts wert, der Plunder. Warum wurde sie dann geklaut? Hab ich was gesagt? Sie war natürlich ein Vermögen wert. Ja, klar. Könnt ihr mir etwas zu einem Stein und einem Skarabäus sagen? Handelt es sich um einen normalen Stein oder um einen Edelstein? Gute Frage. Das reicht mir schon. Danke. Wollt ihr denn nichts kaufen? Nein, danke. Was für eine Zeitverschwendung. Die Schankstube. Oder können wir rein? Das ist neu. Geron! Giacomo! Hallo, Geron. Hallo, Heda. Ein Glück. Ich dachte schon, ich hätte dich in deinen Untergang geschickt. Stimmt es, was man sich erzählt? Wurden wirklich Menschen in Steinsäulen verwandelt? Ja, es stimmt. Bei den Göttern. Den kennen wir aus Sardnafsketten. Ja, viele Bekannte hier aus Sardnafsketten. Das ist halt der Nachfolger. Sardnafsketten ist, glaube ich, der erste Teil, wenn ich es richtig recherchiert habe. Daher. Woher kennst du Fahi? Ich traf ihn auf einer meiner Reisen. Angeblich besaß er ein seltenes Feenartefakt, das mich interessierte. Er ist Artefakthändler? Er handelt damit, aber ich hatte nicht den Eindruck, er würde sich damit auskennen. Das Feenartefakt wollte er mir gar als Ritualstein aus den südlichen Dschungeln verkaufen. Ha! Er wusste gar nicht, auf was für einem Schatz er da saß. Wenn Fahi nur ein einfacher Händler ist, woher besitzt er dann die Macht, Nuri zurückzuverwandeln? Ich kenne sein Geheimnis nicht, aber ich sah es mit meinen eigenen Augen. Wir saßen bei einer Tasse Tulamidengold, als er einen Topf mit einem Beerenstrauch hervorholte und ihn vor meinen Augen in einen Kranich verwandelte. Es könnte eine Illusion gewesen sein. Nein, Geron, das war die mächtigste Magie, die ich jemals sah. Und er lächelte dabei nur fröhlich, als kostete es ihm keinerlei Anstrengung. Geron, dieser Mann kann nach Belieben Leben in andere Formen gießen. Auch in Stein? Das nehme ich an. Aha. Das ist er wohl der Übeltäter. Was hat es mit Fahis Traum auf sich? Prinzessin Satyas Reise? Er hat mir nur den Anfang erzählt. Kennst du den Rest? Nein, aber die Schlacht, in die sie zog, war die große Schlacht in der gorischen Wüste zwischen dem Dämonenherrscher Borberat und Rohal dem Weisen. Ganz Aventurien rang darum, die Welt vor der Dämoneninvasion zu retten. Leider gab es nie jemanden, der ihre Taten weitergeben konnte. Warum nicht? Es gab keinen einzigen Überlebenden. Was hat es mit Fahis Rätsel auf sich? Der Stein und der Skarabäus? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist es der Schlüssel zu dieser ganzen Geschichte. Kann ein einzelnes Rätsel wirklich so viel Bedeutung haben? Fahi schien davon überzeugt zu sein. Lass uns über etwas anderes reden. Was macht die Feenforschung? All meine Forschungsenergie fließt in die Ergründung von Nuris tragischer Verwandlung. Es ist ja schon schwer genug, ein Volk zu erforschen, das in Aventurien selbst nicht existiert. Nun muss ich auch noch einen Seelentausch zwischen einem Raben und einer Fee verstehen. Ich weiß nicht, wie ich deine Hilfe jemals aufwiegen soll. Nun, du könntest mir tatsächlich einen Gefallen tun. Sprich, kannst du mir etwas Wein von Hildas Tresen bringen? Sie will mir keinen geben. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Danke, Geron. Hier kannst du ihn hineinfüllen. Warst du gestern Abend hier? Ja, aber auf meinem Zimmer. Hier unten war mir die Stimmung zu aggressiv. Es floss viel Alkohol. Kannst du dich erinnern, wer alles da war? Die drei am Nachbartisch. Und dann noch vier andere. Fünf Leute haben gestern Fahis Zelt angegriffen. Aber nur vier wurden versteinert. Der fünfte muss nun also hier im Raum sein. Nur welcher von den dreien ist es? Das muss Danke, Giacomo. Wir sehen uns dann später. Warte noch. Fahi mag sich als dunkler Magier herausstellen, aber wenn du Nuri zurückverwandeln willst, ist er inzwischen unsere letzte Hoffnung. Wovon sprichst du? Feen brauchen Feenmagie in ihrer Nähe. Sonst verändert sich ihr Geist. Und Nuris Körper war lange Zeit der größte Quell an Feenmagie, den sie hatte. Das bedeutet, wenn es dir nicht gelingt, sie bald zurückzuverwandeln, wird sie bald alles Feeische verlieren und alles vergessen. Sie wird vergessen, wer du bist und was ihr erlebt habt. Sie wird sogar vergessen, wer sie selbst einst war. Das darf nicht geschehen. Hast du eine Spur, was mit Fahi geschehen ist? Nein, aber gleich. Heda, wer war gestern mit dem Mob im Wald?
Das sind ganz störrische Burschen. Ich werde schon irgendwie mit ihnen fertig. Es war klar, dass das nicht hilft. Vorsicht, Geron. Das Holz ist morscher, als es aussieht. Ich will mir nur mal eben was zapfen. Du, ich fürchte, das geht nicht. Der Wein ist schon jemand anderem versprochen. Aha. Hallo, Geron. Hallo. Ich dachte schon, du siehst mich nicht. Seit wann bist du die neue Schankmaid? Ach, seit der Saatzeit schon. Vermisst du mich etwa auf dem Markt? Ich frag nur. Ach, komm schon, Heda. Das bisschen Wein wird schon keiner vermissen. Tut mir leid. Aber das Fass hat Graf Schwendrich von Zornbold bestellt und auch schon bezahlt. Er holt es heute Abend ab. Kannst du mir sagen, wer gestern Abend alles hier war? Alle, die jetzt auch hier sind. Und dann noch Wolfram mit seiner Schwester und zwei Freunden. Aber es heißt, ihnen sei gestern im Wald etwas zugestoßen. Danke. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Bis später, Hilda. Lass mich nicht warten. Ja. Schweinebraten. Mal drehen. Ein Anblick für die Götter. Schön knusprig. Errungenschaft freigeschaltet. Hurra. Ich habe es eine Errungenschaft für. So, die Heldengruppe. Typisches Pen Paper halt. Wart ihr drei gestern Abend auch schon hier? Fragt wer? Jetzt sagt schon. Wart ihr? Geht dich nichts an. Wir waren alle drei hier. Die ganze Nacht? Die ganze gottlose Nacht. Hölzfüller, Torwaller, Schlafender. Ja. Du machst einen sehr entspannten Eindruck. Mein Weib hat mir heute freigegeben. Und das, nachdem ich mir gestern die halbe Nacht beim Zechen um die Ohren geschlagen habe. Eine gute Frau. Hast du nur getrunken? Nicht viel. Ich musste doch mit meinem Freund hier Karten spielen. Wer hat gewonnen? Na, ich. Der Penner hier war viel betrunkener als ich und musste ständig rausrennen. War er lange weg? Nein, überhaupt nicht lang. Aber lang genug. Dumm. Man sollte einen erfahrenen Spieler niemals während einer laufenden Partie ganz allein am Tisch zurücklassen. Eine teure Lektion, aber notwendig. Also. Warum starrst du den Jungen so an? Ich zähle die Läuse auf seinem Kopf. Lenk mich nicht ab. Hast du das gestern auch schon gemacht? Nein. Gestern lag ich in meinem Saft und hab meinen Vater zu einem stolzen Mann gemacht. Bei Svafnir hab ich viel gesoffen. Du warst also den ganzen Abend hier? Ja. Genau an diesem Fleck. Heda, aufwachen. Aha. Wo warst du gestern Nacht? Karten gespielt. Und? Getrunken. Den ganzen Abend? Weiß nicht. Vielleicht. Okay, es ist keiner gewesen. Einer von euch wollte gestern Nacht helfen, die Tulamiden im Wald anzugreifen. Und ich will wissen, wer. Verschwinde. Hier verpfeift keiner keinen. Genau. Wenn ich ein Geständnis will, dann muss ich geschickter vorgehen. Ich glaube, einer von euch lügt. Und wer soll das sein? Also die Schlafmütze, das glaube ich. Das kaufe ich dem ab, dass der sieht betrunken aus, der schläft das von gestern immer noch aus. Der Torwaller, der lügt auch nicht, das ist der zählt hier wirklich gerade die Löse. Ich denke, wenn dann du Holz oder die misstrauisch am meisten. Du, und woher willst du das wissen? Du bist eigentlich nüchtern, du warst eigentlich gar nein. Eine entspannte Art verrät dich. Du sagtest, du warst jedes Mal allein, als dein Freund sich draußen erleichterte. Es gibt niemanden, der bezeugen kann, wo du während dieser Zeit warst. Doch, sein Geldbeutel. Wenn ich abgehauen wäre, wie hätte ich dann jede verdammte Partie gewinnen können? Und jetzt lass mich in Ruhe. Heda, ich glaube, einer von euch lügt. Und wer soll das sagen? Ich bin immer noch für den Holzfäller, aber aus einem anderen Grund. Du, und woher... Die anderen waren viel zu betrunken. Du bist der Einzige, der es bis in den Wald schaffen konnte. Und was, wenn ich gar nicht im Wald war? Das beweist doch gar nichts. Und jetzt lass mich in Ruhe meine Pfeife rauchen.
Peter! Ja. Du hast also... Ja, jedes Mal. Das zeigt wie... Ich glaube... Und wer soll... Du! Und woher willst du das? Du bist viel zu entspannt. Komm wieder, wenn du wirkliche... Peter! Okay. Ich glaube... Und wer soll... Langsam wird's dürftig. Aber... Der Torvaler! Und woher willst du das wissen? Er behauptet, den ganzen Abend hier gelegen zu haben. Aber du sagtest, dass du jedes Mal allein warst, als du die Karten gezinkt hast. Hm, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, er war ganz schön lange weg. Aha. Ich muss zählen. Wo warst du? Doch nicht etwa wieder bei meiner Frau? Verdammt. Jetzt habe ich mich verzählt. Hey, ich hab dich was gefragt. Hört auf, euch zu streiten. Und du, Geron, lass bitte meine Gäste in Frieden. Tut mir leid, Hilda. Es geht hier um eine wichtige Angelegenheit. Ich weiß, ich war dabei. Was? Ich bin es, die du suchst. Ich habe alles gesehen. Ich war betrunken und, Geron, ich wusste nicht, was sie vorhatten. Ich dachte, sie machten nur Spaß. Erzähl, was passiert ist. Wolfram sagte, die Thulamiden seien Dämonenpaktiere und hätten sich als einfache Händler verkleidet. Angeblich wollten sie ein dunkles Artefakt ins Land schmuggeln. Damit wollten sie König Efferdan stürzen und alle Frauen zu ihren Lustsklaven machen. Erst sollte sich Hartmann ins Zelt schleichen und das Artefakt stehlen und uns dann mit seiner Laterne winken. Das wäre das Zeichen zum Angriff gewesen. Aber dazu kam es nicht, richtig? Ich weiß es nicht mehr. Es ist alles so verschwommen. Versuche, dich zu erinnern. Fange am besten ganz von vorne an. Gut, ich weiß noch... Es hatte gerade aufgehört zu regnen, als wir endlich die Lichtung erreichten. Rückblende. Ich hab ihn. Ah, der Typ mit der Maske. Magier. Geron, es war so schrecklich. Aus seinem Körper wuchsen überall Hörner und er hatte einen langen, leuchtenden Stab auf dem Rücken. Genau wie diese Prinzessin. Versprich mir bitte, bald ist wieder alles beim Alten. Keine Sorge. Ich werde mich selbst darum kümmern. Wirst du das? Komm mal bitte mit nach draußen, ja? Wenn das nicht die Prinzessin ist. Wenn die Akademie von den Dämonengerüchten erfährt, nehmen sie mir den Fall sofort weg. Und was mache ich mit dir? Du könntest mich gehen lassen. Über den Stand sind wir doch schon lange hinaus. Glaubst du auch, es war ein Dämon? Ach, was frage ich dich? Du glaubst wahrscheinlich alles, was man dir erzählt. Ein Dämon in Andergast. Wann passiert schon sowas? Es würde auf jeden Fall einiges hier aufwirbeln. Das würde es. Also gut, es ist beschlossen. Was? Hier hast du Kohle und Pergament. Hilda soll dir ein Bild des Angreifers malen. Wir müssen genau wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Ja, dann finde heraus, was das Vieh hier will. Vielleicht gibt es etwas, was wir als Köder benutzen können. Als Köder? So, und als drittes brauche ich einen Kraftspeicher. Meine eigene Astralenergie wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Ausreichen? Für was? Wir müssen gut ausgerüstet sein, wenn wir ihm eine Falle stellen wollen. Soll ich das etwa alles alleine machen? Ja. Du willst einen ausgewachsenen Dämon fangen? Du bist doch nur eine mindere Novizin. Die anderen Novizen stecke ich locker in die Tasche. Und ja, ich will ihn fangen. Und ich will ihn verbannen. Natürlich ist es riskant, aber ich lasse mir doch nicht aus Vorsicht das Abenteuer meines Lebens entgehen. Fehlen nur noch die Zeichnung des Dämons, ein Köder und der Kraftspeicher. Und es kann losgehen. Ich dachte, du wolltest nicht, dass ich mich in Gefahr bringe. Ach,
Ich wollte dich doch nur loswerden. Ich hielt dich für einen neugierigen Holzfäller. Jetzt weiß ich, du bist einer von diesen Möchtegern-Helden. Und für Möchtegern-Helden habe ich Verständnis. Ich würde auch lieber unvorbereitet in eine finstere Drachenhöhle als Tag ein, Tag aus Schaden zu schieben. Außerdem drängt die Zeit und ich brauche Unterstützung. Du hättest eine ganze Magierakademie hinter dir. Sobald die aber erfahren, dass ich einen Dämonen jage, ziehen die mich sofort ab und lassen das die Magister machen. Und die Freude möchte ich ihnen ungern allein überlassen. Wieso sollte ich dir helfen? Ich weiß nicht. Du bist doch über den Tatort geschlichen und hast Zeugen verhört. Du wirst schneller ans Ziel kommen, wenn du mir hilfst. Außerdem bist du alt genug, um zu wissen, was du tust. Ja. Ich weiß nicht, was ich von dieser Frau halten soll. Aber wenn ich nicht mitmache, findet sie Fahi womöglich noch vor mir. Du brauchst also eine Zeichnung des Wesens, einen Köder, um es anzulocken, und einen... Einen Kraftspeicher. Hier. Ich habe es dir aufgeschrieben. Und das hier wirst du auch brauchen. Ein Ring mit einer Linse? Das ist ein weiteres Artefakt aus Eulrichs Sammlung. Es nennt sich Hasenauge. Eine Erfindung des Magister de Hotot. Wenn du hindurch siehst, kannst du magische Spuren in der Umgebung erkennen. Versuch es. Magister de Hotot. Alter. Das ist eine knallharte Anspielung auf The Night of the Rabbit. Knallharte Anspielung auf The Night of the Rabbit. Ein anderes Deadly Game. Da gab es doch den hier, Marquis de Hoto. No, Marquis hieß der. Den Hasen, der uns da bedeutet hat. Eine der Hauptfiguren aus The Night of the Rabbit. Marquis de Hoto. Das war eine knallharte Anspielung. Oha. Den Sinn von Geralt. Das ist genau das. Das ist halt Fanfiction. Das ist einfach Fantheorie. Einfach. Genau das hier. Die Hexer sind da. Die roten Spuren und so weiter. Das habe ich schon im letzten Stream gesagt. Habe ich schon verkündet. Aus Geron, dem Schweinehirten, wird später Geralt der Hexer. Das passt so gut zusammen. So viele Hinweise hier. Das ist der junge Geralt. Genau so. So verknüpft man die beiden Franchises miteinander. Das ist jetzt meine persönliche Fanfiction. Das ist. Ich meine, das ist auf keinen Fall so, aber das ist auf keinen Fall die Wahrheit. Das ist einfach der Link und CD Projekt Red. Das sind zwei verschiedene. Nein, das haut nicht hin. Aber eine schöne Theorie. Bleib ich muss sicher gehen, dass du verstanden hast, wie man die Linse benutzt. Ah, okay. Wir müssen die Linse benutzen. Ich habe genug The Witcher gespielt. Hast du etwas gefunden? Diese Glasscherben hier. Haben sie geleuchtet? Ja. Das heißt, jemand hat Magie auf sie gewirkt. Vielleicht sogar unser Freund. Folge der Spur weiter. Vielleicht gibt sie einen Hinweis darauf, was er sucht. Ich darf das Hasenauge behalten? Warum nicht? Der Zauber hält ohnehin nur noch 3 Tage. Danach ist die Linse wertlos. Und was, wenn ich der Spur folge und dem Vieh dabei in die Arme laufe? Dann schreist du. Viel Glück. Du findest mich auf der Lichtung. An wen bin ich da nur wieder geraten? Ich heiße übrigens Breda. Ich bin Geron. Weidmanns Heil, Geron. Auf eine etwas andere Jagd. Ja. So, bevor wir hier noch weiter suchen mit Geralds, mit Gerons Hexersinn. Über dem Kampfseminar kann ich einen leichten Schimmer erkennen. Aber dafür sind die Magier dort verantwortlich. Nur beobachtet. Okay, wir schauen uns gleich um nach einer kurzen Pause. Ich mache eine kurze Streampause.